Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen hier bei der dritten Newcomer TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße am Fuße des Taunuses hier in Oberursel. Und es war ein wahnsinnig schöner Tag heute. Grauer Nebel durchspülte die Straßen, durchsetzt von bunten Blättern. Herbst. Herbst ist es in den Landen, aber hier bei uns auf der Newcomer TV-Nacht ist es geradezu ein musikalischer Frühling. Ja, also das heißt, alles lauter geile Bands aus der Region haben wir heute Abend hier eingeladen. Und ich möchte für euch begrüßen die Jungs von Corbion aus Offenbach, und zwar den Nils, den Pascal, den Steffen, den Alex und den Aaron. Hallo, dass ihr hier seid. Guten Tag. Hallo, danke. Servus. Moin, moin. Guten Tag. Wenn ich gucke in eurer Vita, euch gibt es seit 2013 und ihr habt euch musikalisch im weitesten Sinne des Wortes, den Melodic Death Metal verschrieben. Ist dann für euch Halloween eigentlich die geilste Zeit im Jahr? Wir sind ja eigentlich immer verkleidet unterwegs, sozusagen, da wo wir herkommen. Aber ja, Halloween ist schon ein geiler Tag. Jeder Auftritt ist bei uns Halloween, ja. Wie tief, also weil Death Metal die meisten Leute oder viele Leute da, es sei denn die Zwerge im Taunus, können sich unter Death Metal nicht viel vorstellen. Also was ist das Besondere an dieser Musik und woher kommt die Liebe zu dieser Musik? Also wenn ich jetzt in meinem Fall gehe, ich höre halt Bands wie Behemoth oder halt Belphegor, das ist alles so Black Death Metal. Es ist einfach das Feeling, was die rüberbringen, also sei es durch ihre Musik oder sei es durch ihre Bühnenshows. Und natürlich denkt man sich dann auch, ja, das packt mich schon so. Und dann macht man das natürlich auch. Ich meine, für dich als Drummer, als Meister des Blastbeats, ist es natürlich eine schweißtreibende Show jedes Mal, Corbion. Hast du eine Sauerstoffmaske irgendwie hinterm Drum oder bist du so gut konditioniert? Das ist tatsächlich eine Ausdauersache. Also man muss es einfach üben, bis man irgendwann einfach in Fleisch und Blut übergeht. Und nein, ich habe keine Sauerstoffmaske, sondern nach jeder Show bin ich einfach vollkommen im Arsch. Wie ist das denn? Viele Leute, also es gibt ja dieses dumme, blöde Metal-Klischee, dass man eh nur saufend in der Ecke hängt und so, aber eigentlich gar nicht viel probt und so. Ich habe aber gehört aus gut informierten Kreisen, dass ihr sehr viel und sehr hart an eurem Sound arbeitet. Stimmt das und warum ist das so? Wir haben dadurch, dass wir jetzt im Studio waren, haben wir einfach gelernt, ich sag mal, über uns hinauszuwachsen. Also wir hatten einen Produzenten, der uns sehr gedrillt hat, wenn man es so will. Und wir haben einfach den Anspruch, wir sehen einfach große Bands und wollen einfach auch auf dieses Niveau, auf dieses Level kommen, was wir abliefern können. Und ich glaube, das Klischee, das stimmt so nicht bei uns zum Beispiel. Also wenn wir proben und es wirklich um was geht, dann proben wir wirklich bis uns fast die Arme bluten oder die Finger bluten oder was auch immer, oder bis er halt gar nicht mehr singen kann. Und wir leben dafür. Also so, und Alkohol, klar, mal ein Bier trinken oder so ist ja in Ordnung, aber das ist nicht an der Tagesordnung, definitiv nicht. Als ich dich, Nils, das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, da hast du noch auch viel Gitarre dazu gespielt und ab und an gesungen, weil ihr hattet ja früher, glaube ich, einen anderen Sänger. Ja, genau. Und aber immer wenn du gesungen hast und gegrollt hast und also wirklich abgeledert hast, habe ich gedacht, Mann, wie geht das? Also der junge Parsival aus den Nibelungen, Adonis schön, steht auf der Bühne und hat diese krasse Stimme. Ist das eine bestimmte Technik, die du hast, oder woher kommt die, oder ist die in deinen Genen? War deine Mutter auch so ein Brüllmensch? Also auf jeden Fall steckt sehr viel Arbeit dahinter und auch eine Technik. Es ist teilweise sogar schwerer wie singen. Ich habe mich da auch ein paar Jahre lang informiert und Übungen gemacht und bla bla bla, bis man das Ganze überhaupt drauf hat, ohne sich dabei zu verletzen. Und was auch noch ein großer Teil davon ist, sind halt auch einfach die Emotionen oder in dem Fall auch Aggressionen, einfach die das Ganze auch formen. Ja, aber das heißt nicht, dass ich mir wirklich die Seele aus dem Leib schreie, sondern wirklich mit ein bisschen Bedacht dahinter. Ich kann ganz genau danach mit euch genauso hier ein Interview führen. Das wäre kein Problem. Viele Leute da draußen denken ja, wenn sie dieses Growlen hören, ja, was ist das denn für eine Sprache? Ist das Klingonisch oder was ist denn das eigentlich? Das sind da auch gar keine Texte, aber du schreibst ja richtig Texte. Also es gibt ja, du erzählst ja richtig Geschichten, ja, auf der Bühne. Worum geht's? Es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber das meiste Persönliches oder auch zum Beispiel, also ich sag's mal so, rundum gefasst alles, was einen so
beim Aufwachsen und so, was mich damals abgefuckt hat. Also das kann ich nicht anders sagen. Als junger Mensch, wenn man so aussieht wie ich oder Aaron, wir sind beide zusammen aufgewachsen, hast du manchmal nicht so viel zu lachen und das ist einfach unser Ventil. Es ist einfach so einfach, ja. Das ist einfach eine Ansage sozusagen, auch an alles andere, was hier so in der Gegend läuft. Weil zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht von einer anderen Death Metal Band so aus Offenbach zum Beispiel wie wir. Und genau das wollen wir machen, einfach Ansage. Was ich, also ich verfolge euch ja schon seit vielen Jahren, also 2013, glaube ich, wurdet ihr gegründet und dann habt ihr, also ihr habt sehr viel übers Internet gemacht, also eigentlich jede Probe fast gepostet irgendwie und da habe ich immer gedacht, also wenn, gerade wenn dieses Scrollen und diese harte Musik und so und ihr saht so jung aus, habe ich gesagt, naja, die singen über ihre Monster, die sie daheim im Keller haben. Also ist es so? Also die leben alle mit euch zusammen, die ganzen Monster, man wird sie nicht los, aber durch die Musik ist es wie ein Blitzableiter. Man kann sie wenigstens in die Gesellschaft zurückschleudern, wo sie ja auch herkommen. Auf jeden Fall. Das Ganze klingt zwar im ersten Moment sehr negativ, aber es hat alles einen positiven Outcome. Ich komme nach der Probe oder nach dem Gig entspannt da raus und ja, ich bin einfach das losgeworden, was einen so beschäftigt. Oder es ist mir immer schwer zu sagen, weil ich bin nicht so der Mensch, der so die Worte gut dafür findet, davon muss ich mich wirklich hinsetzen und manchmal kommt die Inspiration für Texte auch mitten auf der Arbeit oder sowas. Es ist einfach so sehr reelle Sachen auch, die da beschrieben werden. Das sind keine Fantasien und irgendwelche Märchen oder sowas. Das ist einfach das pure Leben. Ja. Das macht es so authentisch. Wie entsteht dann die Musik bei euch? Gemeinschaftlicher Prozess im Proberaum oder jemand bringt einen Riff mit, ihr improvisiert? Wie entsteht die Musik bei euch? Also für die EP zum Beispiel habe ich ziemlich viele Riffs zusammengeschrieben und habe ich mal einfach in die Probe zusammen alle hingebracht und daraus entstehen dann Texte und Songs. Ja. Und das ist cool, dass du auch angesprochen hast, innere Monster, weil beim Songs schreiben gibt man den inneren Monstern quasi die Hand und beschäftigt sich mehr damit. Yeah. Ja. Nee, ich meine, das finde ich ja immer so, so irre, auch bei diesen harten Bands, also den großen Bands in Amerika oder aus dem Norden Europas, den Metal-Bands, Death-Metal-Bands, Black-Metal-Bands. Da denkt man immer, wenn man die, also die Musik hört, das müssen ja alles Berserker sein, ja. Also das ist, aber dann, wenn man sie dann so erlebt in Interviews oder auch so in irgendwelchen Dokus, die sind zwar voll tätowiert, aber sind ganz entspannte Jungs. Also und so habe ich eigentlich das Gefühl, ist das bei euch auch. Also das heißt, eigentlich ist die Musik für euch auch so eine Art Psychotherapie. Das ist es immer. Musik hat immer eine Tiefe, die über das hinausgeht, was die Musik an sich, das Hören an sich ist. Es schickt immer was hinten dran und das ist für uns, wie für jede andere Band, denke ich, sehr wichtig auch. Und so eine Band ist ja auch so ein gewisses Kollektiv, also es sei denn, man hat einen Band-Hitler, aber das glaube ich nicht, dass ihr einen habt, sondern bei euch sind alle Sachen gleichmäßig verteilt. Was gibt es denn für, bei euch für Jobs in der Band außerhalb, dass man sein Instrument spielt? Ach so, ja, viele müssen halt auch von uns, also eigentlich jeder von uns, gerade im Facebook, Instagram halt was posten, immer alles auf dem aktuellsten Stand halten, Werbung machen, das ist halt so, das ist eines der wichtigsten Aufgaben, die wir halt teilen. Ansonsten Gigs beschaffen, das macht der Alex immer ganz gut. Und ja, ansonsten kümmert sich halt jeder so um alles ein bisschen, denke ich. Das Jahr 2018 geht bald zu Ende. Was sind die Pläne 2019? Gibt es irgendeine Tour? Gibt es irgendwelche geilen Metal-Festivals, wo ihr zu sehen und zu hören seid? Bis jetzt ist es noch relativ ruhig um uns, was auch daran liegt, einfach weil wir jetzt gerade eine EP aufnehmen wollen, die nochmal alles in den Schatten stellen soll. Verspielter, aggressiver, aber auch entspannter und das ganze Spektrum eben beinhaltet. Deswegen, ja, mal schauen, was noch kommt. Also die ersten Aufnahmen bei euch im Keller, habe ich ja gesehen, da hast du E-Drum gespielt. Das heißt, jetzt geht ihr ins richtige Studio und da baust du dein super geiles, vergoldetes, mit Edelholz geschmiedetes Drumset auf, endlich, und kannst es dann spielen. So wird es sein, oder? Sagen wir mal so, das ist eine Teils-Teils-Geschichte. Also wir haben tatsächlich angefangen, aus verschiedenen Drumsets was zusammenzuwürfeln. Das, was am besten klingt, haben wir benutzt oder verwenden wir eigentlich.
und experimentieren auch viel. Das heißt, keine Ahnung, ich bringe 5 Snares oder 6 Snares mit und wir sagen halt entweder die ist scheiße, die ist scheiße, die ist scheiße oder die ist gut oder die passt besser in den Song und wir arbeiten verschiedenen Mitteln. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Set da hinstelle und das wird für alles benutzt. Also es ist schon so ein, es klingt schon anders, sagen wir mal so. Also ihr gebt euch auf jeden Fall akustisch viel Mühe. Ich bin gespannt, also Frühjahr 2019 wird sie rauskommen oder wann wird sie rauskommen? Das können wir aktuell noch zu dem Zeitpunkt gar nicht sagen. Also wir sind jetzt aktuell in der Pre-Production, also quasi wir schreiben die Songs, wir arrangieren die Songs und dann gehen wir quasi zu ihm, unserem Gitarristen, der auch unser Album, also unsere EP produziert und machen quasi die finalen Songs. Also so weit sind wir jetzt aktuell. Ich schätze mal 2019 auf jeden Fall, aber ich will noch nicht zu viel sagen. Ja. Also auf jeden Fall, ich wünsche euch einen langen, langen, langen kalten Winter, wo ihr nur im Studio hocken könnt und euch irgendwelche Feuerwasser reinziehen könnt und absolute Inspiration habt und vor allen Dingen auch die richtige Hand, um die ganzen Monster, die ihr da musikalisch zu bändigen, versucht auch zu, wie sagt man, domptieren. Ja? Also, dass man sie irgendwie an die Kandare bekommt. Jetzt aber, ihr Lieben da draußen, ich musste gerade gucken, wo das Publikum ist. Hallo Publikum. Jetzt, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen, ein grandioses Konzert werdet ihr erleben. Macht die Ohren und die Augen auf. Hier für euch Corbien aus Offenbach. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke fürs Gespräch und viel Glück heute Abend.